Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdoms of Amalur Reckoning. Hier ist Sigoretti und ich stehe hier immer noch vor Jubal Kaledos, mein Gott. Und diese Truhen kriege ich tatsächlich nicht auf. Schade, ich habe es geprüft. Nun, denn Kaledos... Seid ihr bereit zu gehen? Ich will die Kontrolle über meinen Geist wieder übernehmen und die Herrschaft unseres Feindes beenden. Na dann, schick mich zurück. Gut. Wenn wir zurück sind, sprecht mich an. Die Magierin wird nicht länger Leid zufügen. Alles klar. Dann würde ich sagen, wo bist du denn? Wo bist du hingegangen? Ist er jetzt hier rausgegangen? Oh Gott, mir schwant Übles. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt alle irgendwie erledigt sind da draußen. Aber es scheint nicht so zu sein. Vielleicht müssen wir sie draußen vor der ganzen Geschichte hier bezwingen. Draußen in der Haupthalle. Wo bist du denn jetzt, Kaledos, oder wie auch immer du dich schimpfst? Er ist tatsächlich hier nach draußen. Okay. Es bleibt spannend. Einen schönen Tag noch. Ja, den wünsche ich euch auch. Ah ja, du meditierst schon mal wieder vor dich hin. Okay. Jubal Kaledos. Stufenaufstieg. Ihr habt bestimmt Fragen. Ich werde mein Bestes geben, sie zu beantworten. Doch zunächst lasst mich Folgendes sagen. Kein Adept in der Geschichte der Scholia Arcana hat seinen Gelehrtenring mehr verdient als ihr. Nehmt ihn. Mit meiner tiefsten Dankbarkeit. Aber klar. Bereitet euch nun vor. Wir werden die Angriffe unseres Feindes nicht länger hinnehmen. Wir schlagen zurück. Okay, erzählt mir was über Sydanos Macht. Es gibt sonst kaum etwas, das wir tun könnten, um sie zu beschwören. Es mag dumm klingen, aber wenn wir es hier nicht versuchen, werden wir später ganz sicher scheitern. Alles klar. Und was ist geworden aus Ethan Engar? Der gelehrte Engar war ein enger Freund und einer der mächtigsten Streiter der Scholia Arcana. Sein Verlust wird alle Mitglieder des Ordens schwer treffen. Ja, es scheint so. Erzählt mir noch ein bisschen über die Scholia Arcana, als wenn wir schon sehr viel über sie erfahren hätten. Es herrschen dunkle Zeiten, Gelehrte. Die Tragödien, die unsere mächtigsten Mitglieder in letzter Zeit heimgesucht haben, deuten auf eine größere Verschwörung hin. Ich hätte früher handeln sollen. Ich hätte erkennen sollen, was auf uns zukommt. Eines verspreche ich euch. Ich werde alles Notwendige tun, um den Orden vor der Vernichtung zu bewahren. Was es auch kostet. Na dann, was schlagt ihr vor? Es ist an der Zeit, dass ihr die Wahrheit über unseren Orden erfahrt. Die Wahrheit über Kiara Sydanus. Und den Untergang des dunklen Empyreons. Kiara Sydanus wurde niemals getötet, Gelehrte. Sie wurde im Fundament von Rathia eingesperrt. Durch euer Tun ist sie erwacht. Und obwohl sie immer noch gefangen ist, sind ihre Kräfte gewaltig. Um sie zu vernichten, müssen wir sie erst befreien. Okay, warum ist es meine Schuld? Hat er das gesagt? Ach so, ja klar, durch unsere Initiation kam es erst so weit, aber sind wir wirklich daran schuld? Als Ethan Engar das Ritual für eure Aufnahmeprüfung durchgeführt hat, wirkte er einen Zauber, dessen Zweck es war, etwas zu beschwören, das euer Potenzial auf die Probe stellen sollte. Niemand hätte vorhersehen können, dass die Magie des Rituals stattdessen Sydanus in ihrem Gefängnis fand. Ein winziger Teil ihres Bewusstseins gelangte zu eurer Aufnahmeprüfung. Einmal erwacht,
benutzte sie den Geist der daran Beteiligten, um ihre Flucht vorzubereiten. Verstehe. Wer kennt sonst noch die Wahrheit? Die Wahrheit der Gründung der Scholia Arcana, ihr eigentlicher Zweck, ist ein Geheimnis, das nur von Erzweisen zu Erzweisen weitergegeben wurde. Wir haben viele Gelehrte in unserem Orden, allesamt überragend talentiert auf den Gebieten der Alchemie, des Gemmenschleifens oder der Forschung. Aber es gibt einen Grund dafür, dass Erzweise wegen ihrer Meisterschaft der Kriegsmagie ausgewählt werden. Denn eines Tages wird Sydanus zurückkehren und dann muss jemand vorbereitet sein, sich ihr zu stellen. Ja, das ist der kleine Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Sag mir, was ich tun soll. Ich brauche noch etwas Zeit. Nein, sagt mir einfach, was ich tun soll. Seit ihrem Erwachen hat Sydanus aus ihrem Gefängnis heraus von Magiern unseres Ordens Besitz ergriffen. Ihr Ziel war die Erschaffung von 3 Elementarschlüsseln. Die Sonnen-, Sturm- und Froststeine, die ihr nun in Händen haltet. Wir werden diese Schlüssel genauso einsetzen, wie Sydanus es vorhatte. Wir werden sie befreien. Und dann werde ich sie töten. Oder sie dich. Also gut, tun wir es. Ich brauche nur etwas Zeit. Nein, wir tun das jetzt. Die Brillanz von Elodan Gutblut veranlasste die Gründer dazu, aus den Grundfesten der Scholia Arcana einen Zauber zu erschaffen, die Glyphe, die Sydanus gefangen hält. Lasst euch von der Magie führen. Platziert jeden Schlüssel beim zugehörigen Gründer, dann wird der Zauber gebrochen. Wenn Sydanus frei ist, stoßt ihr im Zentrum der Glyphe zu mir. Sie wird erscheinen und ich werde mich ihr stellen. Viel Glück. Wir stellen uns ihr zusammen. Mein Freund, platziere Sturm, Frost und Sonnenstein. Ja, erstmal den Stufenaufstieg. So, was hätte ich denn gerne hier? Sinnesschärfe. Ich könnte Sinnesschärfe tatsächlich ausmaxen, ne? Gemmenschleifen. Soll ich Sinnesschärfe ausmaxen? Dann weiß ich, wo alles ist. Dann wird's. Was wäre denn der letzte Punkt? Warte mal, was kann ich denn dann? Wissenssteine und Schätze werden auf der Umgebungskarte angezeigt. Erhöht die Menge an Gold, die du bei der Erkundung der Welt findest. Es wird mir dann quasi alles angezeigt, ne? Überzeugung habe ich auch schon irgendwie als Meister. Ich glaube, ich möchte das Gemmenschleifen noch ein bisschen aufwerten, oder? Das mache ich. Bestätigen. Mit dem anderen lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. So, wo war ich hier stehen geblieben? Deine Konzentration bei aktivierter Adrenalinwoge ist derart hoch, dass sich deine Chance auf einen Volltreffer erhöht. Sollen wir das machen? 10% Schaden aktiviert. Ja, das machen wir. Und dann ist das auch ausgemaxt. Wunderbar. Ich bin hier bald durch, ne? Außer den Hammer. Aber den Hammer verwende ich ja kaum. Ja. Und hier kann ich erstmal weiterhin den Oberer einsetzen. Ja, das mache ich natürlich. Ja, und das war's. So, mein Freund, dann will ich mal die Sachen platzieren. Hä? Dafür muss ich wahrscheinlich zu den Statuen, natürlich. So, das ist der Gnom. Er war ja ein irgendwie so ein gelehrter Verstauen Sturmstein. Ach, das wird mir angegeben. Ich dachte, ich müsste das jetzt hier erraten, was ich wo hinpacken muss. Aber gut. Der Sturmstein wurde platziert. Ist noch alles gut? Ist noch alles gut. Okay. Der nächste, bitte. Dass ich immer die Treppe hier nehmen muss.
Da drüben muss ich hin, ne? Da ist unser zweiter Gelehrter. Jawohl. Froststein. Das wird schwächer. Nur noch ein Schlüssel. Ja, ist gut, ist gut. Ich bin dabei, ich bin dabei. Und dann komme ich zu dir, mein Freund. Und verstauen. Sonnenstein. Ich spüre, wie die Harmonien der Zauberglyphe sich entfalten. Sie kommt, Gelehrte. Warum zeigt sie sich? Bleibt zurück. Es ist... Ich habe diesen Moment so lange herbeigesehnt. Das süße Aroma der Freiheit zu schmecken und das Vermächtnis derer zu vernichten, die mich eingesperrt haben. Und das verdanke ich alles euch. Von Anfang an habt ihr eure Rolle perfekt gespielt. Jeder Schritt war im Einklang mit meinem Willen. Närrin. So viel Potenzial. Wirklich schade, dass ich euch nun töten muss. Oh, schön, dass du hier bist. Was hast du mit dem Erzweisen gemacht? Und, naja, ich glaube, meine Gute, ich bin trotzdem noch stärker als du. Warten wir es ab. Was ist mit dem Erzweisen passiert, du fiesen kleinen Möpdo? Erzweiser. Ihr Kinder benutzt wirklich alberne Titel. Dieser Schuft wäre im dunklen Empyreon lediglich ein Diener gewesen. Aber seid versichert. Er ist jetzt sicher tief im selben Zauber, der auch mich festgehalten hat. Und er wird bis in alle Ewigkeit dort verrotten. Warten wir es ab. Muss es ein Blutvergießen geben, bringen wir es hinter uns. Fragen wir erstmal. Aber natürlich. Ich war die letzten 7 Jahrhunderte in einem Magiegefängnis eingesperrt, das genau aus diesen Steinen errichtet worden war. Ich kann nicht in der Zeit zurückgehen und mich direkt an denen rächen, die dafür verantwortlich waren. Aber ich kann ihr Vermächtnis zerstören. Die Scholia Arcana wird die nächste Stunde nicht überstehen. Warten wir es ab, du Süße. Warten wir es ab. So, dann komm mal her. Wo bist du? Wo ist sie? Da ist sie. Warte, warte. So, dann komm mal her. Wo ist sie wieder hin? Wow, wow, wow. Okay, sie ist heftig. Wieder hinter mir. Daneben, du Gute. Das war wohl nix, du ekelhaftes Weib. Wow, wow, sie macht schon ordentlich Schaden. Boah, Gott, bist du ekelhaft. Boah, lass mich mal lieber hier ein paar Tränke nehmen. Boah, jetzt komm her. Ey, jedes Mal, wenn du zuschlagen willst, ist sie wieder weg. Ekelhaftes Weib. Oh, dass ich sie nicht... Kann man gar nicht in diesem Spiel, ne? Sie einfach mal markieren und... Einen Schlag kriege ich jedes Mal nur hin. Und ich bin gestorben, das glaube ich nicht. So, dann komm mal her, meine Gute. Jetzt bleib doch mal hier, du Miststück. Warte mal, ich nehme mal eben einen dieser Tränke hier ein und dich nehme ich auch ein. Und dann schlagen wir mal zu. Mal schauen, ob wir nicht ein bisschen Glück haben bei dir. Boah, hör auf. Ein Schlag und sie ist weg. Blödes Weibsbild. Bleib doch hier. Ich habe das Gefühl, auch meine Magie hilft mir überhaupt nicht. Warte mal, was hat das mit diesen Kreisen hier auf sich? Ah, ich darf diese Kreise nicht berühren. Alles klar.
Okay, dann komm mal her. Weil sie gibt scheinbar ihre Macht innerhalb dieser Kreise. Okay, berühren wir mal die Kreise nicht. Störe ihre Kreise nicht. Komm her. Okay. Jetzt habe ich dich herausgefunden, was du hier für... So stark bist du gar nicht, du Gute, hä? Alles klar. Okay, jetzt hat sie mich... Nein! Oh. Na gut. Jetzt wohl gerne. Ich werde nicht in deine Falle wieder reinspringen, meine Gute. Vergiss es, ich springe nicht in deine Kreise. Wow. Das war knapp. Okay. Wow. Hättest du es fast wieder geschafft, du Ekelhaften. So, jetzt komm, jetzt muss ich dich auch mal angreifen. Okay, warte. Eben hier den Trank nehmen. Ja, komm her. Ah, diese Scheißdinger. Ekelhaftes Miststück. Lauf da weg, Tilly. Okay, wo ist sie wieder hin? Ich denke, ich muss mich hier mal ein bisschen konzentrieren. Sonst habe ich bald keine Heiltränke mehr, die ich noch nehmen kann. Ah, komm schon! Was hat sie mir jetzt hier entgegengebracht? Okay, wo ist sie? Da ist sie. Hör auf damit! Sag mal, warum bekämpft ihr mich alle? Geht mir einfach alle aus dem Weg. Ernsthaft? Tilly, die musst du angreifen. Echt heftig, die Alte. Hört doch auf, mich zu bekämpfen. Das da ist euer Gegner eigentlich. Und was macht ihr? Mich hier an die Kandare nehmen. Werd ich langsamer, sag mal. Werd ich gerade langsamer? Vergiss es! Du brauchst hier keinen riesigen... Die sind alle besessen, ne? Vergiss es! Boah, Alte! Die ist so heftig, ehrlich. Oh, ihr seid so ekelhaft. Und ich habe das Gefühl, ich werde langsam. Ja, natürlich. Ich bin ja auch vereist oder so ein Scheiß. Ehrlich. Boah, ey. Die weicht auch immer wieder zurück. Warum benutze ich auch nicht meine Talente, meine Möglichkeiten? Komm her. Ach, das weißt du nicht, Alte. Das weißt du nicht. Boah, greif sie an und lass diese ganzen ekelhaften Wesen in Ruhe. Boah, ist das heftig.
Das ist heftig gerade. Sorry, dass ich nicht so viel rede, aber ich muss mich jetzt hier einfach mal ein bisschen konzentrieren auf dieses Miststück. Wo ist sie wieder hin? Wie die immer weggeht, ehrlich. Komm her, bleib hier. In der Luft, das gibt's doch wohl nicht. Ekelhaftes Pack. Komm runter. Die betäuben mich immer wieder. Das kann doch nicht wahr. Ey, nur noch ein Heiltrank. Ich bitte dich. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Also. Los, stirb endlich! Das war's. Ich habe keine Heiltränke mehr. Das war's. Und jetzt geht es eigentlich nichts mehr. Jetzt werde ich sterben hier. Boah. Wieso kommt sie da nicht runter? Jetzt ernsthaft? Komm da endlich runter. Wo bist du? Wow, wow, wow. Jetzt heißt es erstmal ausweichen, oder was? Ja, das war's. Boah, fuck. Okay, und der nächste Versuch.
Sogar vor lauter Schreck vergessen, das A zu drücken. Boah, Gottes Willen. Ach, jetzt kommst du. Ihr habt vollbracht, wozu kein anderes Mitglied unseres Ordens imstande war. Ihr seid Chiara Sydanus entgegengetreten und war dabei siegreich. Nach eurer Aufnahmeprüfung hat Jubal Kaledus mir das gegeben. Erst jetzt verstehe ich, dass es im Falle seines Todes an euch übergeben werden soll. Die Scholia Arcana schuldet euch alles und steht hiermit unter eurem Befehl, Erzweise. Ich hab's gewusst, dass ich dann diese doofe Erzweise werde. Erzählt mir erstmal von euch, wer seid ihr überhaupt? Nachdem der Gelehrte Enga unpässlich ist es mir zugefallen, das Tagesgeschäft des Kapitels zu überwachen. Die Einrichtungen der Stadt sind für unsere Zwecke geeignet und bestimmte Teile der Stadt haben durchaus ihren Reiz. In ruhigen Momenten frage ich mich,
Bei den jüngsten Ereignissen, die unsere Zauberer so plagen, werden wir die kommenden Zeiten überleben. Das weiß ich nicht, Ade. Ich bin fertig. Ich habe keine aktive Quest, das ist okay. Hier liegt alles in Schutt und Asche. Ich habe viele Zauberer, wie ihr auch gesehen habt, erledigen müssen. Keine Ahnung, wieso dampft jetzt hier eine Wolke über diese Einrichtung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil wir ihnen die Steine zurückgegeben haben. Auch er leuchtet jetzt so ein bisschen. Und was ist mit dir? Ja, es sieht doch alles ganz prima aus. Ganz toll. So, ich werde jetzt das Ganze hier zusammenschustern. Ohne Ende. Es hat mich wahnsinnig lange gebraucht, bis ich diesen Kampf endlich geschafft habe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier kämpfen musste. Auf jeden Fall wird das jetzt erstmal ein Phänomen sein, alles zusammenzuschustern, was es so zusammenzuschustern gibt. Und von daher brauche ich jetzt definitiv hier eine Pause. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Es war ein heftiger Kampf. Wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.